Norweger. Damit hat es zum Aufstieg leider nicht gereicht. Wir beenden die Europa League auf Platz 3 hinter Arsenal und Molde. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich glaube, wir sind in das Spiel sehr schlecht gestartet. Also nicht abgesehen von dem 1:0, das was wir sehr schnell bekommen haben, sondern wir haben, glaube ich, dann die erste halbe Stunde haben wir eigentlich wirklich kaum ein Spiel gefunden, haben alle Zweikämpfe verloren, haben eigentlich nach vorn kaum was Produktives zusammengebracht, haben dann eigentlich dann den Rhythmus gefunden und haben sie auch mit den Ausgleichstreffer belohnt. Und dann war es eigentlich so, dass wir zur Pause gesagt haben, jetzt ist die Chance eigentlich wieder da, zwei Tore sind machbar, kommst aus der Kabine gerade raus und eigentlich kriegst du ein Stich ins Herz in der Situation. Ich glaube, das war dann auch der Schlüssel dazu, dass wir dann in Wahrheit zwar zweite Halbzeit sehr viel Ballkontrolle gehabt haben, auch die eine oder andere Möglichkeit, aber wir hätten dann ein schnelles Tor benötigt, dass man dann nochmal zurückkommt, und ich glaube, der Ausgleichstreffer war dann zu spät, obwohl wir dann das Spiel kontrolliert haben und die Norweger natürlich dann hinten dicht gemacht haben. Aber ich glaube, für den Aufstieg war das dann zu wenig, dass man dann überwintert, und den Schuh muss man sich anziehen. Danke. Ich darf um eure Fragen bitten, wenn mein Mikrofon das durchgeht. Christian. Ist es klar, diese noch 20 Sekunden, es war bei beiden Gegentreffern, waren irrsinnig viele Zweikämpfe verloren, diese Duelle. Beim ersten Mal, glaube ich, es waren 4 insgesamt. Hast du da eine Erklärung dafür? Nein, ich habe keine Erklärung dazu, weil wir haben heute wirklich vorgehabt, dass wir das Spiel ab den ersten Minuten, dass wir da präsent sind. Und eigentlich, wir haben eben diese Möglichkeiten zulassen, die haben es dann genützt, und verstehe selbst, weil es war so ein Spiegelbild für Molde, speziell in der ersten Halbzeit, wo ich sagen muss, dass wir eigentlich in die Zweikämpfe, in die zweiten Bällen, dass wir da eigentlich immer Zweiter waren. Und das ist einfach so, ist eine physische Mannschaft, spielt dann eigentlich in Norwegen, spielen sie oftmals mit einer anderen Besetzung, da haben sie mehr physisch ins Spiel gelegt. Und wir haben eigentlich wiederum oftmals das Nachsehen gehabt. Und ich glaube, dass wir da einfach zu wenig entgegengesetzt haben. Und dass nicht die Tore dann schlecht gefallen sind, über das müssen wir nicht diskutieren, aber das müssen wir uns selbst zuschreiben, weil ein Spiel beginnt ja dann, wenn der Schiri anpfeift. Alois? Ich weiß schon, du würdest es nicht gerne als Ausrede verwenden, die hohe Belastung im Herbst, aber merkt man es jetzt wirklich so richtig? Also vor allem beim Ercan Kara hat man irgendwie den Eindruck gehabt, das war irgendwie so ein Beispiel, dass der jetzt wirklich schon sehr müde ist. Es ist natürlich so, dass ein Spieler, der 90 Kilo hat, definitiv mehr Probleme hat wie ein Spieler, der was 60 Kilo hat. Das ist einfach so, der Platz, der war heute sehr tief. Aber wenn man jetzt wieder dieses Ausrede hernehmen will, dann wird jeder wieder sagen, schau, jetzt suchen wir diese Ausrede. Ich glaube, es hat heute einfach, es war nicht das Spiel, das was wir gebraucht hätten, Belastung hierher. Also ich würde es jetzt nicht als Ausrede nehmen, obwohl die Belastung sehr hoch ist. Martin Lang? Unterm Strich bricht ja jetzt keine Euphorie in Hütteldorf aus und auch bei den Rapid-Fans nicht. Es ist eine gewisse Art der Enttäuschung sicher vorhanden, denn wie bewertet man das? Ist es unterm Strich mittlerweile trotz allem zu wenig, um erst recht in dieser Gruppe zu sagen, okay, wir sind gescheitert? Ist es nicht trotzdem unterm Strich zu wenig, oder wie geht man mit dieser Art von Enttäuschung um? Also enttäuscht ist jeder, aber ich glaube, man muss schon die Gegner respektieren. Und möglicherweise tut es der eine oder andere nicht. Wir haben es getan, nicht zu viel. Den Angel hat es vielleicht dann gehabt, weil Molde eigentlich das in den zwei Spielen besser gemacht hat als wir. Aber auch Molde kann Fußball spielen. Nur denke ich, dass das schon an uns gelegen ist, dass wir aufgestiegen sind, weil du halt in den 6 Spielen, und wir haben gewusst, dass die Schlüsselspiele sind, Molde auswärts und Molde zu Hause. Und wir haben es da heute nicht leichter getan, eben mit diesen Toren, was wir uns eigentlich selbst erzählt haben. Aber dass man da jetzt sagt, quasi, wir werden da jetzt alles in Frage stellen, von denen sind wir weit weg. Aber es wird schon in der Kabine besprochen werden, das, was uns zwar jetzt nicht hilft, weil wir sind ausgeschieden, aber ich würde mir schon des Öfteren mehr Respekt wünschen anderen Gegnern gegenüber. Nicht von unserer Seite. Es geht
letztendlich auch darum, dass es geht ja letztendlich auch darum, dass es ab morgen oder weitergeht. Man hat in der Liga, also noch zwei Spiele, ein Cup-Spiel, dann ist Weihnachten, aber um hier wieder auf diesem Niveau dabei zu sein, hat das ganze Club, wenn man so will, 8 Monate Zeit, unter Anführungszeichen, oder eigentlich nur 5,5 im neuen Jahr. Das bedeutet ja wieder eine Menge Arbeit. Also von daher, wo ordnet man den Level von Rapid dann ein? Oder wo muss man die Ärmel aufkrempeln? Oder jeder Einzelne, der vielleicht noch nicht ganz dort ist, wo er hingehört oder schon sein könnte? Das war schon sehr, sehr viel jetzt von dir. Also ich muss ehrlich sagen, da brauche ich jetzt brauche ich mal eine Woche, dass ich das da bock. Ich würde schon sagen, es ist einfach so, wir denken jetzt nicht in 8 Monaten, sondern wir denken, jetzt am Sonntag kommt das nächste Spiel. Wir wissen ganz genau, dass die Situation bei uns sehr angespannt ist, die Personalsituation, das darf man nicht vergessen. Das muss man jetzt auch, ohne dass man das irgendwie wiederum als Ausrede sucht, das wird dann gern benutzt in Österreich, wenn man dann sagt, unsere Personalsituation ist ja eigentlich seit März diesen Jahres oder davor schon, war es immer angespannt, weil wir einfach auch oftmals improvisieren mussten. Und das ist leider so, wenn du das über Wochen hinweg, über Monate hinweg machen musst, führt dann vielleicht hinten raus was. Weil viele Spieler dann oftmals spielen müssen und wir nicht diese großen Kader haben, was vielleicht Lask hat, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl er oftmals nicht dieselben Spieler, aber sie haben die Möglichkeit zu wechseln und von Salzburg rede gar nicht. Ja? Und das ist bei uns schon sehr, sehr, sehr schwierig, aber ich mache mir jetzt da keine Sorgen, wir sind jetzt ausgestiegen, wir wissen, warum wir ausgestiegen sind, aber in der Meisterschaft ist noch immer die Möglichkeit, dass wir da dabei bleiben. Und wenn man die Situation sieht, wie sie eigentlich bei uns jetzt ist, seit Monaten, ja, machen es die Burschen gut. Und trotzdem sind wir nicht weiter. Und das ist das, was mir wehtut und glaube jeden anderen Spieler und jeden Rapid-Fan wahrscheinlich auch. Aber hast du es verstanden? Super. Ich mag noch einmal kurz auf dieses Gegentor zum 1:2 zu sprechen kommen. Du hast den Schicko gerade gemeint, es war ein Schlag in die Fresse und die Mannschaft war gebrochen danach. Hast du persönlich danach noch Hoffnung gehabt, dass da noch was geht, oder war für dich klar, das war's jetzt? Nein, ich habe ja gerade gesagt, wir hätten einen früheren Ausgleichstreffer gebraucht. Also wenn du jetzt zur Pause bist, bedeutet das nicht, dass du jetzt sagst, das Spiel ist beendet. Und wir hätten aber früher das 2:2 gebraucht, weil dann hat man gesehen, nach 30 Minuten hast du bemerkt, dass das Molde eine Mannschaft ist, die ins Wanken kommen kann. Und dann haben sie nämlich mit dem 2:1 war es so, dass sie sehr auf die Defensive verlassen haben und dann gelegentlich da so einen Nullschick setzen wollten. Und wir haben es leider nicht geschafft, dass wir eben früher Ausgleich erzielen. Und dadurch ist das Ergebnis dann zustande gekommen. Aber es wäre schlimm, wenn man dann draußen sitzt und sagt, ich glaube immer daran. Dass es natürlich schwierig ist, das ist auch ganz klar. Also so ehrlich muss man auch sein, dass man dann das nötige Klick braucht, dass man natürlich das erarbeiten muss. Wir haben es brav gemacht, aber brav ist international zu wenig. Jetzt wird das jetzt immer wieder betont, Respekt vor dem Gegner. Hat sich ein bisschen die Erwartungshaltung oder auch vielleicht von der Öffentlichkeit geändert, weil halt Salzburg in Europa doch eine andere Rolle spielt, dass man es automatisch erwartet, Rapid muss über Molde drüber kommen. Oder wo siehst du die Verhältnisse ein, wenn du Rapid und Molde vergleichst? War es jetzt einfach ihr Schuld? Oder ist Molde einfach, hat vielleicht sogar einen Funken mehr Qualität, wenn ich an einem Wolf erkenne? Nein, denke. Ich glaube, dass wir von so einem Niveau sind. Es geht um die Überzeugung, es geht das, was uns in Molde komplett gefehlt hat. Das würde ich heute nicht sagen, aber wir haben auch nicht das am Platz wir haben nicht so performt, wie man es gegen Molde braucht. Also ich sage nach wie vor, dass Molde kein Typ besser ist wie wir, aber sie haben es in den zwei Spielen, haben sie es besser gemacht wie wir. Und das ist einfach der Punkt, der was im Fußball zählt. Sie haben gewusst, und das habe ich auch vor dem Spiel gesagt, im ersten Spiel wussten sie, wenn sie da nicht gewinnen, beziehungsweise wenn sie da nicht ein gutes Resultat erzielen, dann ist wahrscheinlich für sie die schon frühzeitig aus. Ja? Und wir haben da mit Abstand das schlechteste Spiel gemacht. Und heute war es jetzt so, dass wir einfach, warum weiß ich nicht, also wir wollten schon das Spiel anders anlegen, aber uns hat die Ruhe komplett gefehlt in der ersten halben Stunde. Vielleicht auch dem geschuldet, dass wir wieder ein Tor gekriegt haben, das was man einfach besser verteidigen muss. Und dann eben auch schon, jetzt glaube ich sehr oft gesagt, wenn du dann zur Pause rausgehst und dann eigentlich wiederum mit einem Gegentor startest,
fördert es jetzt nicht das Selbstvertrauen. Und dann haben sie es zwar brav gemacht, aber uns hat dann das Letzte gefehlt, was man braucht. Aber wir waren auf, also wir sind zwei Mannschaften, die was in Wahrheit, wo die Tagesverfassung entscheidet. Punkt. Was nimmt man, die Europa-League-Saison ist vorbei, was nimmt man da jetzt mit? Man redet oft von so einem Lerneffekt oder Lernprozess. Was kann man da jetzt positiv oder negativ mitnehmen, um sich weiterzuentwickeln? Was auf jeden Fall, was wir mitnehmen müssen, dass du in 6 Spielen musst du auf einem sehr hohen Niveau spielen. Da reicht es nicht, wenn du dann, wie manchmal in Österreich, und das meine ich nicht abwertend, dass vielleicht dann, dass du dann runterfährst, du musst auf einem guten bis sehr guten Niveau spielen, weil einfach die körperlichen Zweikämpfe weiter anders geführt werden wie national. Und das muss jeder Spieler mitnehmen. In diesen Spielen, in diesen 90 Minuten musst du da sein. Und da gibt es dann keine Ausreden, weil im Wahrheit, da hast du nur 6 Spiele, und da brauchst du Punkte. Vielleicht noch zu einer Personalsituation, die angespannt ist, wurde angesprochen, der Dejan Petrovic war auf der Bank, vollkommen genesen, auch für Sonntag jetzt wieder eine Option? Oder? Wir müssen schauen, also es gibt zwei Optionen. Entweder, dass man jetzt wieder, weil er doch jetzt einige Wochen krank war, dass man möglicherweise sogar bei den Amateuren spielen lässt, dass er da ein bisschen einen Rhythmus kriegt. Und das ist die eine Option, und die andere ist halt, ob er bei uns ist. Also ich muss jetzt einmal selber schauen, wie es den anderen Spieler bei uns geht. Aber die Situation wird nicht leichter, sage ich jetzt einmal so, in den nächsten. Und wir haben trotzdem noch 3 Spiele, wo wir auch noch was mitnehmen wollen. Stichwort Sonntag, gibt es auch schon Fragen für die WSG Tirol? Alex, dann Alois, dann Christian. Ich würde gerne noch eine Frage zum Europacup insgesamt stellen. Man hat gemerkt, auch gestern bei der Pressekonferenz, wie sie da dem entgegenfieberst, wo du auch irgendwie unter Feuer schon gestanden bist. Du hast einiges schon erlebt in deiner Trainerkarriere jetzt da bei Rapid. Ist das emotional eine der größten Enttäuschungen? Nicht nur jetzt, dass dieses 2:2 an sich, sondern insgesamt, dass du jetzt da sitzt und zurückdenkst und wahrscheinlich denkst, okay, es hätte reichen können, aber es hat nicht gereicht. Die Gründe habe ich gesagt, warum es nicht gereicht hat, weil du einfach gegen Molde in den 2 Spielen haben wir einfach das nicht so gut gemacht in Molde. Und das ist das, was dazu geführt hat, dass wir jetzt ausgeschieden sind. Aber im Leben gibt es so viele Aufgaben. Ja, und wenn wir das jetzt aus der Bahn werfen würde oder die Mannschaft, wäre das, glaube ich, der falsche Weg. Es gibt weit schlimmere Dinge, ohne dass ich das jetzt so sage. Es ist nur Fußball, und trotzdem, nur Fußball bedeutet mir schon sehr viel und der Mannschaft auch. Und wir hätten es wirklich gewünscht, dass wir noch gewinnen. Und deshalb wird uns das nur auch leichter mitgeben, aber wir stehen wieder auf, da mache ich mir keine Sorgen. Vielleicht schon zum Sonntag WSG. Ein paar Sätze, wie du den Gegner einschätzt, die waren zuletzt sehr stark, und am Mittwoch drauf ist dieses Salzburg-Cup-Spiel. Im Hinblick darauf wird es wahrscheinlich Rotationen geben, oder? Ja, ich muss jetzt kurz noch ein Spiel, also ich war jetzt in der Kabine kurz drin, aber wir müssen jetzt wirklich oftmals auch fragen, auch bei den Physios, was Sache ist. Also jetzt, glaube ich, kann ich noch nicht die Auskunft geben, und ich glaube, den Spielplan habe ich jetzt auch noch nicht im Kopf, weil eben die Situation der Spieler sehen muss. Und Wartens macht sehr gut für mich, muss ich sagen. Also sind für mich eine andere Mannschaft, wie sie im letzten Jahr waren. Also man merkt schon, dass sie das besser machen. Also abgesehen jetzt, dass sie jetzt WRC 4 geschlagen haben, sondern auch davor gegen Sturm Graz haben sie für mich ein gutes Spiel gemacht, wo sie auch vielleicht mehr mitnehmen wollen, aber trotzdem, wir haben ein Heimspiel und trotz der Belastung wollen wir das Spiel gewinnen. Christian? Du noch was auf freilich, nochmal Europa League. War das 1:2 gegen Arsenal, war das ungefähr diese Leistung so an der oberen Grenze von Rapid? War dieses der Fußball, den du vorstellst, den die Mannschaft spielen kann? Jetzt unabhängig vom Ergebnis, aber so wie sie aufgetreten sind, da waren übrigens noch ein paar Zuschauer, gell? Da waren 3000 Leute, soweit ich mich erinnere. War das, muss man sich an dem orientieren, nicht? Aber man kann zwar sagen, man lernt aus Niederlagen. Es ist so, Arsenal ist ein dankbarer Gegner grundsätzlich. Wenn du gegen Arsenal spielst, die haben eine unglaubliche Qualität, hat man gesehen, die haben da keinen Punkt verloren. Und wir waren da sehr nah dran. Und nur da hat jeder gewusst, dass er eigentlich, du kannst wirklich
wenig verlieren, wenn du alles reinlegst und du hast gewusst, du musst auf beiden Seiten musst du alles tun. Ja? Und Molly, ich weiß es nicht, ist so gewesen, dass wir eigentlich, und mit Kunsthausen hier, Kunsthausen her, wir haben da einfach in Molly das schlechteste Spiel gemacht. Und es ist einfach so, ich glaube, dass man international anders auftreten muss, dass man da einfach noch mehr rausholen muss wie national. Martin? Im Übrigen, der WRC führt 1-0 gegen Feyenoord und wie das Niveau in Europa sein muss, war ja für dich schon gar nicht neu. Für den einen oder anderen jüngeren Spieler oder ohne Europacup-Erfahrung natürlich, aber neu ist es ja nicht. Aber wie geht man jetzt damit um, denn eigentlich heißt es heute Abend noch oder spätestens mit morgen Schalter umlegen. Meisterschaft, WSG Tirol, Admira, vom Rapid-Anspruch her, sage ich mal höflich, 6 Punkte, Fragezeichen, denn mit Programm, mit verletzten Spielern, Ljubicic, auch anderen, die angeschlagen sind, es bleibt aber Rapid trotzdem nichts übrig, als den Anspruch irgendwo zumindest beizubehalten, oder? Ja, wenn man jetzt die Europa-Liga hernimmt, okay, da haben wir es nicht geschafft, den Schuh müssen wir anziehen, aber wenn jetzt irgendeiner nationale Problem hat mit uns, dann muss ich sagen, okay, dann kann ich es nicht ganz verstehen, weil ich glaube, dass wir bis zu dem Zeitpunkt wirklich gute Leistungen erbracht haben, national. International ist es so, dass wir ausgeschieden sind und da habe ich es jetzt, glaube ich, schon des Öfteren gesagt, dass wir uns den Schuh selber anziehen müssen. Aber natürlich ist es einfach so, bei den Gegnern habe ich mitgekriegt, sind wenig Spieler, also die haben eigentlich immer mit der Bestbesetzung spielen können, beziehungsweise die haben ihre Spieler alle am Platz bringen können. Wenn ich jetzt diese Molde-Mannschaft hernehme, die haben eigentlich kaum Verletzte, die haben einen Kreuzbandriss gehabt und sonst haben die eigentlich wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Und ich denke doch, dass auch der Ljubicic, du kannst immer setzen, 1-2 Spiele, aber wenn du den Ljubicic länger nicht hast, an Taxi Funtas, der was auch eigentlich seinen Rhythmus noch nicht hat. Ja? Das sind ja dann schon Spiele für uns, die sehr, sehr wichtig sind. Und ist leider so, Fußball, man kann leider nichts vorhersagen, Verletzungen passieren, ob sie gewollt oder ungewollt. Und wir haben diese Situation, aber es wird jetzt nicht so sein, dass wir da in Wahrheit jetzt anfangen, dass man alles in Frage stellt. Ich glaube, für das haben es die Burschen einfach zu gut gemacht, national. International hat uns das Quäntchen gefällt und den Schuh ziehen wir sich gerne an. Leider. Eine Abschlussfrage noch? Das war jetzt kein Vorwurf, sondern es geht ja eigentlich weiter mit morgen. Das war's. Und der Spieler, erst recht, wenn du bei Rapid spielst, musst du halt, auch wenn es schwerfällt im Moment durch Belastung oder was, aber den Schalter umlegen, ist das, was du mit ihnen versuchst, spätestens ab morgen zu erarbeiten? Denn es geht halt leider, Salzburg ist sowieso wieder eine eigene Kategorie und ein eigenes Spiel mit KMS. Es hat bei mir noch ein Spiel begonnen. Es hat bei mir noch ein Spiel begonnen, weil wir können das Spiel jetzt nicht mehr drehen. Es ist einfach Fakt, wir haben das Spiel wir sind nicht aufgestiegen. Und es ist jetzt so, für mich ist Wartens jetzt der nächste Gegner. Und das war für mich nach dem Spiel, war Wartens schon wieder eigentlich der nächste Gegner. Also es hilft jetzt nichts, dass man sich da drin massakriert oder was auch immer, sondern es ist einfach so, dass wir jetzt Wartens vor der Tür haben und dass wir da im Prinzip alles versuchen, dass wir da an Dreier fahren. Aber irgendwo sind die Dinge dann noch großartig da. Es wird mal besprochen, mein Spiel. Aber der nächste Gegner ist Wartens und die Match-Analyse, die wird natürlich danach morgen noch sein, wo es man ja machen muss. Weil eben, wenn man Laditore noch hernimmt, das gehört einfach kurz besprochen. Aber wir müssen jetzt national denken. Stichwort Schalter umlegen, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Didi. Euch auch danke.